Okay, welcome back, brothers and sisters. Willkommen zurück, Geschwister. Let us begin with a silent prayer. Wir beginnen mit stillem Gebet. Amen. Okay, we are on page 210. Wir sind jetzt auf Seite 210 in den Notizen. 210. Okay, and what we're going to talk about now is the daily being taken away and what it means for us. Wir werden jetzt über die Wegnahme des Täglichen sprechen und was es für uns bedeutet. Right, so let's begin by reading 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 through 8. Wir wollen mit 2. Thessaloniker 2, Vers 1 bis 8 anfangen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt nicht mehr daran, dass ich euch dies sage. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren muss, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Okay, so these verses here, as we understand, speaking about the papacy. Wir verstehen, dass diese Verse von dem Papsttum sprechen. And this is where this was the verse that William Miller came to understand who it was that was preventing this papal power from being revealed. Und William Miller verstand durch diese Verse, welche Macht es war, die erst aus dem Weg geräumt werden musste, bevor sich das Papsttum offenbaren konnte. So in history there was something that was preventing this man of sin from revealing himself. Also in der Geschichte gab es etwas, das den Mensch der Sünde, das Papsttum, davon abhielt, sich zu offenbaren. And this was the daily. Und das war das Tägliche. Okay, that's what we're going to look at. Das wollen wir uns jetzt anschauen. So it says, and that wicked be revealed. Denn es steht, der Gesetzlose wird geoffenbart werden. So in the last presentation we were looking at this time period, this rise of this statue. In der letzten Präsentation haben wir uns das Aufkommen dieser Statue angeschaut. Okay, and we were paralleling these are pagan nations, right? Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Es sind alles heidnische Nationen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. And when you follow this down through history, it wasn't until the fourth kingdom that the man of sin was revealed. The little horn came out of this fourth kingdom. Und in der Geschichte war es erst im vierten Königreich, wo sich dann, also nach dem vierten Königreich, wo sich das Papsttum offenbaren konnte. Okay, so the woman in Revelation 17, the woman that sat upon Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome was an ideology. Die Frau, die in der Geschichte auf Babylon, Medo-Persien und Griechenland und Rom saß, war eine Ideologie, eine Lehre. But when you get to the fifth kingdom, what happened to this ideology? Aber was passierte im fünften Königreich mit dieser Ideologie? It became visible. Sie wurde sichtbar, denn sie manifestierte sich. It wasn't just a thought in the minds of the kings anymore. It was manifested in this church, this system, right? Es war also dann nicht mehr nur noch ein Gedanke in dem Verstand der Könige, sondern es wurde manifestiert in der Form einer Kirche. But of itself, it could do nothing, right? Aber von sich aus konnte die Kirche ja nichts tun. But when it sits upon these dragons now, it not only manifested itself, but it's shown its true nature. Right? Aber dadurch, dass sie auf diesen Nationen sitzt, dadurch kann sie ihren wahren Charakter offenbaren. So Herodias, right?
Herodias. She wanted to kill John. Sie wollte Johannes den Täufer umbringen lassen. She knew that she could never get away with that, right? Aber sie wusste, dass sie das niemals durchsetzen könnte. So what did she do to Herod? Also was hat sie mit Herodes getan? She deceived him, right? Sie verführte ihn. And he made this decree against John, right? Und dann erließ er dieses Todesurteil gegen Johannes. Okay, so she manifested what was really in her mind when she put John to death, right? Also sie offenbarte, was wirklich ihre Absicht war, als sie Johannes zu Tode bringen ließ. And you've also got Jezebel, right? Wir haben ja auch Isabel. Jezebel wanted to kill Elijah. Isabel wollte Elia umbringen lassen. Okay, and she was married to Ahab. Same situation as Herod and Herodias, right? Und sie war verheiratet mit Ahab und somit ist das dieselbe Geschichte wie die von Herodes und Herodias. Because John and Elijah, they're the same thing. Christ says John was Elijah. Right? Denn Johannes der Täufer und Elia sind ja dieselbe, repräsentieren dieselbe Person, denn es sagt uns, Ellen White sagt uns, dass sie dasselbe sind. And in both stories, this woman manifests herself when they want to. She wanted to kill Elijah and Herodias wanted to kill John. Und in beiden Geschichten manifestiert sich oder offenbart sich die Frau in dem Moment, wo sie jeweils Elia oder Johannes den Täufer umbringen lassen will. And they did this by making a decree, right? Und das wurde getan, indem ein Erlass erging. And the point that I want to show you is that the prophetic narrative marks that point right here. Und ich möchte euch zeigen, dass die prophetische Erzählung diesen Punkt genau dort markiert. Because initially right here is the United States that makes the Sunday law decree. Denn am Anfang sind es die Vereinigten Staaten, die das Sonntagsgesetz erlassen. And when he does that, he's conquering himself. Und wenn er das tut, dann he's conquering himself. Yes, he's giving himself over to the papacy. He's becoming an offering to the. Wenn die Vereinigten Staaten das tun, dann geben sie sich selbst sozusagen dem Papsttum hin. Also sie vernichten sich damit selbst, weil sie ja ihre Macht dem Papsttum geben. The Ten Kings give their power to the beast for 1 hour. They give themselves, right? Und das haben wir gelesen. Die 10 Könige geben sich selbst dem Tier hin für eine Stunde. Okay, so we want to see, although the Sunday law comes here, that the woman is invisible. You don't really see this woman's character truly. Everybody still will love the Pope, right? Und das ist das, was wir sehen werden. Man sieht die Frau dort an dem Punkt nicht. An dem Punkt wird noch jeder das Papsttum lieben, sozusagen. Was it a surprise to Salome when she went to her mother and says, "What is it that you want?" War Salome entsetzt und überrascht, als sie erkannte, was ihre Mutter wollte? Yes, she was like shocked. What, you want to kill John? Sie war schockiert, als sie erfuhr, dass ihre Mutter Johannes töten lassen wollte. Did Herod want to kill John? Wollte Herodes Johannes töten? No, but it teaches us that Medo-Persia has laws that do not change, right? Aber es lehrt uns ja, dass Medo-Persien Gesetze erlässt, die sich nicht ändern lassen. Okay, Medo-Persia is just a symbol of that kingdom and all those principles belong to that kingdom, right? Denn Medo-Persien ist ja nur ein Symbol für dieses Königreich und alle Königreiche haben diese, zeigen uns diese Charakteristiken. So when they put this law in place, no matter what happens, they will not change it because of their pride. Und es lehrt uns, dass wenn sie dieses Dekret erlassen, dann werden sie es nicht zurücknehmen wegen ihrem Stolz. Even though they know that it's right. That it's wrong. In that sense, even though they know that it's wrong, yes. Obwohl sie wissen, dass es falsch ist. Right, okay. So, let's read about 2 Thessalonians here in this next quote from Great Controversy. Wir lesen jetzt über den 2. Thessaloniker in dem nächsten Zitat aus dem großen Kampf. Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, nicht nach dem Kommen Christi in seiner Zeit zu suchen. Dieser Tag wird nicht kommen, sagt er, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Erst nach dem großen Glaubensabfall und der langen Zeit der Herrschaft des Menschen der Sünde können wir nach der Ankunft unseres Herrn suchen. Der Mensch der Sünde, der auch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens und der Gesetzlose genannt wird, stellt das Papsttum dar, das, wie in der Prophezeiung vorhergesagt, seine Vorherrschaft 1260 Jahre lang bewahren sollte. Diese Zeit endete 1798. Das Kommen Christi konnte nicht vor dieser Zeit stattfinden. Paulus deckt mit seiner Belehrung die gesamte christliche Dispensation bis zum Jahr 1798 ab. Es ist auf dieser Seite dieser Zeit, dass die Botschaft des zweiten Kommens Christi verkündet werden soll. So,
Paul is telling them that in their time that they should not expect the coming of Christ until after this period where this woman is going to persecute. Also Paulus sagt ihnen, dass sie nicht nach dem Kommen Christi Ausschau halten sollten, bis diese Zeit zu Ende sein würde, von der er hier spricht. Right? And Paul was in the time of which nation? Und zu welcher Zeit hat Paulus gelebt? Pagan Rome, right? Zur Zeit des heidnischen Roms. So, and I want to show you that really pagan Rome and Babylon, they're the same kingdom, right? Ich möchte euch zeigen, dass das heidnische Rom und Babylon dasselbe Königreich eigentlich sind. Right? Those two destructions of Jerusalem, right? Es gab zwei Zerstörungen von Jerusalem, nicht wahr? By whom? Durch wen? Babylon and Rome, pagan Rome. Babylon, right? Und Rom. Both teaching the same thing, right? Sie lehren uns dasselbe. And we want to see that it's paganism or pagan Rome that's hindering the man of sin revealing himself, right? Wir wollen sehen, dass es das Heidentum ist, was den Menschen der Sünde daran hindert, sich zu offenbaren. The ten kings that are set up right here. Die zehn Könige, die an dem Punkt aufgerichtet werden. Where do you see the ten kings in history? Wo sehen wir die zehn Könige in der Geschichte? Daniel 7, right? In Daniel 7. Under which kingdom are the ten kings? Unter welchem Königreich sehen wir die zehn Könige? Pagan Rome. Im heidnischen Rom. Need to read these prophecies, right? Need to really be familiar with them. Wir müssen right? die Geschichte kennen. Wir müssen die Prophetien kennen. So it's telling us that these ten kings is pagan Rome, right? Und wir wissen, dass diese zehn Könige in Daniel 7 sind das heidnische Rom. All these pagan kingdoms, they're teaching us that they're Babylon in one sense, they're pagan Rome in another sense, right? They're all teaching us the same thing. Und all diese Königreiche lehren uns, dass sie in einem Sinne Babylon sind, und sie sind in einem Sinne Rom, und sie lehren uns dasselbe. Just different layers, right? Es sind nur verschiedene Ebenen. So paganism, the daily, right, must be taken out of the way in order for the man of sin to be revealed. Das heißt, das Tägliche, also das Heidentum, muss erst aus dem Weg geräumt werden, damit sich der Mensch der Sünde offenbart. Okay, it says here on the chart, right? 508. Ten horns arose, pagan dominion or the daily taken away, Daniel 11:31, in the year 508. Wir lesen hier auf der Karte, dass im Jahr 580 die zehn Hörner aufkamen und die heidnische Vorherrschaft oder das Tägliche weggenommen worden sind, aus Daniel 11, Vers 31. Okay. The ten horns didn't arise in 508, but they arose in 490. But from the ten horns arising until the taking away of the daily, it's marking this. Also die zehn Hörner, die kamen hier 490 auf, aber 508 wurde das Tägliche dann aus dem Weg geräumt. Right? Because it was these ten kings had to be subdued in order for the papacy to come up. Diese zehn Königreiche mussten erst unterworfen werden, bevor das Papsttum dann aufkommen konnte. Right? So the ten kings in history were prefigured by pagan Rome, the ten kings are right here. Wenn also die zehn Könige in der Geschichte von dem heidnischen Rom vorausgeschattet worden sind, dann können wir sie direkt dort markieren. Right? So in one sense this is pagan Rome, right? Deswegen ist diese Zeitgeschichte dort in einem Sinne das heidnische Rom. In another sense it's Babylon, but Babylon, pagan Rome, they're both teaching us the same thing. In einem anderen Sinne ist es Babylon, aber Babylon und das heidnische Rom lehren uns dasselbe. Right? You just got to take each individual symbol, place them line upon line and see what they're teaching. Wir müssen nur jedes einzelne Symbol nehmen, sie Linie auf Linie setzen und sehen, was sie uns lehren wollen. Okay. So, on the Mount of Olives, Christ says, be not deceived, right? Auf dem Ölberg hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, lasst euch nicht verführen. He said, that day shall not come, right? Or Christ says, he gave us signs of what had to happen before he could come. Christus gab seinen Jüngern Zeichen von den Dingen, die vor seiner Wiederkunft geschehen würden. First sign was here, the shaking of the earth. Das erste Zeichen war die Erschütterung der Erde. And then the shaking of the heavens and earth, which begins here and leads us right down to this point. Und dann die Erschütterung der Himmel und der Erde, die hinunter diese Zeit gehen bis zu diesem Punkt der finalen Untersuchung. So prophetically speaking, Christ couldn't come till this point, till after the time period of persecution, right? Also prophetisch gesprochen kann Christus nicht kommen bis zu dieser Zeit nach der Verfolgung dort. Right? Okay. So Paul's just saying the same thing. Paulus sagt hier im Endeffekt dasselbe. He's saying that people are saying that Christ was coming in Paul's time. Paul said, no, no, no. First of all, that man of sin has to reveal himself in this period of persecution here. He has to reveal himself, and you have to have this 1260
persecution take place. Paulus sagt, nein, nein, Christus wird nicht in unserer Zeit wiederkommen, denn der Mensch der Sünde muss sich erst offenbaren und diese Zeit der Verfolgung muss erst geschehen. Right? So it's important that we understand this, what this is teaching us. Wir müssen verstehen, was uns das lehren will. Now we're going to read about William Miller here from the Second Advent Movement, page 66. Wir werden hier über William Miller lesen aus dem Buch The Second Advent Movement von Loughborough. Und da steht, so viel zu seiner allgemeinen Art und Weise, die Bibel zu studieren, also über Millers Art und Weise. Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er seine Art, die Bedeutung des Textes vor uns herauszufinden, die Bedeutung des Täglichen. Ich lese weiter, sagte er, und konnte keine andere Stelle finden als in Daniel. Und dann nahm ich die Worte, die damit in Verbindung standen, wegnehmen. Und er nahm ihm das Tägliche weg. Von der Zeit, wenn das Tägliche hinweggenommen wird und so weiter. Ich las weiter und dachte, ich würde kein Licht über diesen Text finden, bis ich schließlich zu 2. Thessalonicher 2, 7 und 8 kam. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, oder im Englischen steht hinweggenommen sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Und als ich zu diesem Text gekommen war, oh, wie klar und herrlich erschien die Wahrheit. Da ist es, da ist das Tägliche. Nun, was meint Paulus mit der, welcher jetzt zurückhält oder aufhält? Mit dem der den Mensch der Sünde aufhält, zurückhält und dem Gesetzlosen. Damit ist das Papsttum gemeint. Nun, was ist es, das die Päpste daran hindert, offenbart zu werden? Nun, es ist das Heidentum. Dann muss das Tägliche das Heidentum bedeuten. Dies veranlasste Herrn Miller zu der Annahme, dass das Tägliche aus Daniel das Heidentum bzw. Götzendienst sei. So, what is paganism? Was ist das Heidentum? It says it right at the end there. Wir lesen das hier. Sentence. What's paganism? Idolatry, right? Das Götzendienst. So, at the end of the world, what is idolatry? Also was am Ende der Welt ist Götzendienst? Natural, spiritual. What's the spiritual understanding of idolatry? Was ist das geistliche Verständnis von Götzendienst? The false doctrine. She has a quote and she says it very clearly. Right? Falsche Lehren. Schwester White sagt uns das in einem Zitat sehr deutlich. So, all error is sin. Right? Wir wissen auch, dass jeder Irrtum Sünde ist. So when we have false doctrines in our heart, false conceptions of God, we are worshiping another God. It's a false God, right? Also wenn wir falsche Konzepte von Gott in unserem Herzen haben, dann betreiben wir Götzendienst, denn wir beten einen anderen Gott an. What does Sister White call Sunday worship? Wie nennt Schwester White Sonntagsanbetung? She calls it the idol Sabbath. Sie nennt ihn den Götzensabbat. Because it's an idol, right? It's just a false conception. Denn right? Es ist ein Götze, es ist eine falsche Idee, eine falsche Lehre. So, what caused us to have these evil propensities? Was verursachte, dass wir diese bösen Neigungen haben? Sin, okay, that's just a simple way of saying it. Yes, that's Sünde, correct. Ja, das ist richtig. But explain that. Aber erklärt mir das. What is sin? Was ist Sünde? Transgression of God's law. Es ist right? Die Übertretung des Gesetzes Gottes. Is the Bible God's law? Ist die Bibel Gottes Gesetz? The whole Bible. Die ganze Bibel. It's an illustration of his character. Ja, right? Denn sie ist ja eine Veranschaulichung seines Charakters. Christ says man shall not live by bread alone but by every word of God, right? Christus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So, if you take one portion of God's word and ignore it or try to twist it or change it, it's an idol, right? Wenn du jetzt also auch nur eine kleine Stelle aus Gottes Wort nimmst und es veränderst und verdrehst, dann schaffst du dir einen Götzen. And it's going to form a evil propensity in your mind, right? Und es führt dazu, dass diese bösen Neigungen in deinem Verstand sich formieren. Because wrong concepts of God lead to wrong forms of worship, wrong actions, wrong words, right? Denn ein falsches Verständnis von Gott führt dazu, dass man falsche Taten tut, dass man einen falschen Gottesdienst vollbringt. And our whole lives then are just false, right? Und damit ist unser ganzes Leben dann falsch. You know, when I got baptized, I cried my eyes out like a little baby. Als ich getauft wurde, habe ich so sehr geweint wie ein kleines Kind. I realized that my whole life was just one big lie. Everything was a lie. Wenn ich erkannte, dass mein ganzes Leben eine große Lüge gewesen war. It was just blew my mind when I started to see these things. Und es überwältigte mich einfach, als ich das erkannt habe.
And you know the worst thing? I thought I was a good person. Und das Schlimmste ist, dass ich dachte, dass ich eine gute Person sei. And I realize now how evil a life that I led. Und ich erkenne jetzt, wie böse das Leben war, das ich gelebt habe. Okay, so the daily, the external teaches us what? Das Externe, was lehrt es uns? The internal. Es lehrt uns das Interne. So, in 2 Thessalonians, the man of sin is also called what? In 2. Thessalonicher, wie wird dort der Mensch der Sünde noch genannt? The son of, yes, that's right. Stefan, say it loud. The son of perdition. Der Sohn des Verderbens. Who is also the son of perdition? Wer ist noch der Sohn des Verderbens? Judas. Judas. Judas ist der Sohn des Verderbens. So you got a son of perdition external and you got a son of perdition internal. Damit haben wir den Sohn des Verderbens im Externen, aber wir haben ihn auch im Internen. Judas is the tears. He's the foolish virgins, right? Und Judas steht ja für das Unkraut, für die törichten Jungfrauen. So it says, the man of sin, in order for the man of sin to be revealed. Es sagt ja, dass also damit der Mensch der Sünde offenbart werden kann. What did it say about midnight? What's going to be revealed? Was wird an Mitternacht offenbart? Character. Da offenbart sich der Charakter. Whether you have evil propensities. Or they've been brought under subjection by the grace of God, right? Dort offenbart sich, ob wir noch böse Neigungen haben oder ob sie dem Wort Gottes unterworfen worden sind. Judas is going to reveal himself. Judas wird sich dort offenbaren. Okay, or who else is going to reveal himself there? Judas oder, or? Wer wird sich da offenbaren? Christ. Judas oder? Christ. Christus. The wise virgins, they're going to represent Christ. Die weisen Jungfrauen, die Christus repräsentieren werden. So, what has to be removed in order to be like Christ? Was muss also aus dem Weg genommen werden, damit Christus sich offenbaren kann? The daily. Das tägliche. All these false concepts have to be swept out in order for the grace of God to be living and dwelling to counteract Satan, right? Also all diese falschen Ideen müssen aus uns herausgenommen werden, damit wir wirklich ein Herz haben, in dem Christus leben kann. But externally, aber extern gesehen, when this daily was taken away, als das tägliche weggenommen wurde, what was revealed? Was offenbarte sich? The man of sin. Der Mensch der Sünde. Who did he claim to be? Und was hat er behauptet? He claimed to be God on earth, right? Er hat behauptet, Gott auf Erden zu sein. But was it true? What was it inside? Aber war das wahr? Was war in ihm? Satan. The ravening wolves, right? Diese reißenden Wölfe, es war Satan. Beware of false prophets, they come to you in sheep's clothing. Lasst euch nicht von diesen falschen Propheten verführen, die zu euch in Schafsgewändern kommen. But inwardly they're ravening wolves. Aber innerlich reißende Wölfe sind. How does the United States comes up like a lamb, but it speaks like a dragon, right? Erinnert euch an die Vereinigten Staaten. Es kommt auf wie ein Lamm, aber es spricht wie ein Drache. What's in your heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Was sagt uns die Bibel? Aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. By their actions they demonstrate they have the heart of a dragon. Durch ihre Taten werden sie zeigen, dass sie das Herz eines Drachen haben. So, two classes of worshippers are going to manifest themselves right here. Es werden sich zwei Klassen von Anbetern an diesem Punkt offenbaren. They're going to both claim and look like Christ. Beide werden behaupten, Christus zu sein, und sie werden auch so aussehen. One group has had the daily taken away and is under the grace of Christ. Aber eine Gruppe, bei ihr wurde das tägliche weggenommen und sie ist unter der Gnade Christi. The other group looks like the daily's been taken away as this Christian covering, but inwardly, they're ravening wolves. Die andere Gruppe wird so aussehen, als wäre das tägliche von ihnen hinweggenommen worden, aber sie haben nur Schafskleider an, innerlich sind sie immer noch reißende Wölfe. So when Satan came to Christ in the wilderness, how did he look like? Als Satan zu Christus in der Wüste kam, wie sah er aus? An angel of light. Wie ein Engel des Lichts. And how did Christ recognize? Und wie hat Christus das erkannt? By looking at him? Hat er es erkannt, indem er ihn ansah? No, it's by what came out of his mouth. Es kam dadurch, was aus seinem Munde kam. Christ had to rebuke him. It is written. It is written. It is written. Christus tadelte ihn, indem er gesagt hat, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. This is what we want to see, brothers. This is the whole crux of this whole camp meeting. What's going to be revealed
right here. Und das ist wirklich der Schlüsselpunkt dieses Camp Meetings. Was wird dort offenbart? If we don't get this point, we're going to be deceived. Wenn wir das nämlich nicht verstehen, dann werden wir getäuscht werden. Okay. 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 Now. Let's just jump down to the bottom of page 212. Wir gehen jetzt auf Seite 212, auf das letzte Zitat auf Seite 212. Aber es kam eine Zeit, in der das Heidentum im Römischen Reich vor der fortschreitenden Form des Christentums fiel. Dann, wie auf Seite 54 erwähnt, hatte das Heidentum dem Papsttum Platz gemacht. Der Drache hatte dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht gegeben. Das heißt, Satan begann dann, durch das Papsttum zu arbeiten, so wie er früher durch das Heidentum gearbeitet hatte. Aber das Papsttum wird nicht durch den Drachen repräsentiert, denn es ist notwendig, ein anderes Symbol einzuführen, um die Veränderung der Gestalt der Opposition gegen Gott aufzuzeigen. Vor dem Aufstieg des Papsttums war jede Opposition gegen das Gesetz Gottes in Form des Heidentums gewesen. Gott war offen herausgefordert worden. Aber von da an wurde die Opposition unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Bekenntnisses zu ihm fortgesetzt. Das Papsttum war jedoch nicht weniger das Werkzeug Satans, als es das heidnische Rom war. Denn alle Kraft, sein Thron und die große Vollmacht des Papstes wurden ihm vom Drachen gegeben. Und so, obwohl der Papst sich Stellvertreter Christi nennt, ist er in Wirklichkeit der Stellvertreter Satans. Er ist der Antichrist. Right? So the dragon is not the papacy. Der Drache ist nicht das Papsttum. Okay, the dragon gives its power to the papacy. Sondern der Drache gibt seine Macht dem Papsttum. But the papacy of its own can't do anything without the dragon. Right? Aber das Papsttum kann ja von sich aus ohne den Drachen nichts bewirken. That's why this woman sits on the dragon. Deswegen sitzt ja die Frau auf dem Drachen. Okay, she manifests this exact same spirit through a Christian guise, right? Sie manifestiert denselben Geist des Drachens, aber unter einem christlichen Gewand. But she uses the dragon power to do her bidding, right? Aber sie nutzt die Drachenmacht, um ihre Ziele zu erreichen. Okay, so it says tells us here that the Pope is the vicegerent of Satan. Es steht hier, dass der Papst der Stellvertreter Satans ist. Okay, just keep that point in your mind. Erinnert euch an diesen Punkt. Because the Pope is the Antichrist, right? Externally. Wir wissen, dass im Externen der Papst der Antichrist ist. Right? And what does Antichrist mean? Was bedeutet Antichrist? Anstelle von. Somebody who puts themselves in place. Das bedeutet jemanden, der sich anstelle von jemandem setzt. The Pope claims to be God on earth, right? Der Papst behauptet, Gott auf Erden zu sein. Claims to be God's representative. Er behauptet, sein Stellvertreter zu sein. But let's see, right? Aber lasst uns das anschauen. Next quote. Nächstes Zitat. Der Spiritismus ändert jetzt seine Form, verschleiert einige seiner anstößigeren und unmoralischen Eigenschaften und nimmt eine christliche Gestalt an. Früher hat er Christus und die Bibel angeprangert, jetzt bekennt er, beides anzunehmen. Die Bibel wird auf eine Weise interpretiert, die für das nicht erneuerte Herz attraktiv ist, während seine ernsten und lebenswichtigen Wahrheiten wirkungslos gemacht werden. Okay, stop right there. So, in the last quote, we read that paganism represented open rebellion, right? Im letzten Zitat haben wir gelesen, dass das Heidentum offene Rebellion darstellt. But papalism is veiled under this guise of Christianity, right? Aber Papsttum ist ja sozusagen das Heidentum unter christlichem Gewand. And we also read that there was three entities that come together, right? Protestantism, the Roman power and spiritualism. Erinnert euch, dass drei Mächte zusammenkommen: der Protestantismus, der Spiritismus und das Papsttum. Yeah, the Roman part, right? Das ist die römische Macht. Okay, so right here in this beginning of this quote it says spiritualism is now changing its form. Und jetzt lesen wir hier in diesem Zitat, dass der Spiritismus seine Form ändert. Who does spiritualism represent? Wer stellt den Spiritismus dar? The kings. And who's the kings? The dragon. The dragon part, right? Also Spiritismus wird durch den Drachen dargestellt. Right? And the dragon is Satan.
Und der Drache ist Satan. So it's telling us that the dragon power that was paganism. Jetzt sagt es uns also, dass die Drachenmacht, die ja das Heidentum war, is changing its form. Jetzt seine Form verändert. Right? Like ja? Christian. Like what? Christian. Yes, ja, genau. We're going to read that, right? So let's it's assuming a Christian guise, right? Sie nimmt jetzt christliche Gestalt an. So basically it's paganism disguised as a Christian. Es ist jetzt also doch wieder Heidentum, das unter dem Deckmantel des Christentums sich darstellt. Okay, and let's see now. Read the highlighted bit forward. Wir lesen jetzt das Fettgedruckte da in der Mitte. Ein Gott der Liebe wird dargestellt, aber seine Gerechtigkeit, seine Verurteilung der Sünde, die Anforderungen seines heiligen Gesetzes werden außer Acht gelassen. Now, in that one line is the Seventh-day Adventist Church in a nutshell. Seht ihr, dass in diesem einen Satz die Siebenten-Tags-Gemeinde zusammengefasst ist? They want the love of Christ, but they don't want anything to do with the law of God. Sie wollen die Liebe Christi, aber nicht das Gesetz Gottes. They don't want Ellen White in the churches because she reproves them. Sie wollen Ellen White nicht, denn sie tadelt sie. Okay, they just want a lovey-dovey, nice-feeling church, right? Man möchte nur diese Gemeinde, die sich gut anfühlt. And it tells us right here, what is it? It's paganism. Und es, wir lesen doch hier, was es ist. Es ist das Heidentum. It's the same evil propensities under a Christian guise. Es sind diese bösen Neigungen unter einem christlichen Gewand. Right? Okay, let's read on. Wir lesen weiter. Angenehme, bezaubernde Fabeln fesseln die Sinner derer, die das Wort Gottes nicht zur Grundlage ihres Glaubens machen. Christus wird so wahrhaftig abgelehnt wie zuvor. Aber Satan hat die Augen des Volkes so blind gemacht, dass die Täuschung nicht erkannt wird. Da sich der Spiritismus dem heutigen nominalen Christentum annähert. Stop there. It's what? Was passiert? Spiritualism assimilates more closely the nominal Christianity of the day. Spiritismus nähert sich dem nominalen Christentum an. So what is the state of our churches? Also in welcher Verfassung befinden sich unsere Gemeinden? They are pagan. Sie befinden sich im Heidentum. They say that the daily has been taken away, but it's only really been covered with a Christian guise. Es wird right? gesagt, dass das Heidentum weggenommen wurde, aber in Wirklichkeit ist es nur bedeckt durch das christliche Gewand. Ich lese den Satz nochmal. Da sich der Spiritismus dem heutigen nominalen Christentum annähert oder immer ähnlicher wird im Englischen, hat er eine größere Macht zu täuschen und zu verführen. Satan selbst wird nach der modernen Ordnung der Dinge bekehrt. Er wird in der Gestalt eines Engel des Lichts erscheinen. Okay. Who's going to appear as an angel of light? Wer erscheint Satan. Als Engel des Lichts? Satan, right? Satan. Okay. He appeared as an angel of light to Christ, right? So erschien er auch Christus. Right? There's nothing new at the end of the world, right? Es gibt nichts Neues am Ende der Welt. Okay, I'm just making this point and we'll bring all these points together, right? Durch die Wirkung des Spiritismus werden Zeichen vollbracht, die Kranken geheilt und viele unbestreitbare Wunder vollbracht. Und da die Geister den Glauben an die Bibel bekennen und ihre Achtung vor dem Sonntag zum Ausdruck bringen werden, wird ihr Werk als eine Manifestation göttlicher Macht angenommen werden. So, prophetically speaking, right, if you come to a line here, prophetisch gesprochen auf unserer Linie the daily has to be taken away, right? muss das tägliche hinweggenommen werden, in order for the man of sin to be revealed. Damit der Mensch der Sünde geoffenbart wird. But it's not really being taken away, it's just going to be covered over with a Christian guise. Aber es wird ja nicht wirklich hinweggenommen, sondern es wird nur bedeckt werden mit dem christlichen Gewand. Okay, so pagan Rome, who did it typify? Wen schattete das heidnische Rom voraus? At the end of the world. Am Ende der Welt. United States, right? Die Vereinigten Staaten. So when we go back there and it says through spiritualism miracles will be done. Wenn es jetzt hier also sagt, dass durch den Spiritismus Wunder gewirkt werden. So these Protestant churches, all this tongues and all this manifestation of these miracles that they claim to do, it's totally satanic, right? Wir sehen also, dass in den protestantischen Kirchen, die diese Heilungen vollbringen und wo diese Wunder gewirkt werden, in Zungen gesprochen wird, dass das satanisch ist. But when Christ came the first time, was there many people possessed by demons within God's church? Gab es zur Zeit Christi, als er kam, viele Dämonenbesessene unter dem Volk Gottes? Because it's through spiritualism
demons can take possession of you, right? Denn durch den Spiritismus können doch Dämonen von uns Besitz ergreifen. When you reject the truth of the Bible, you have nothing to protect Satan taking over your mind. Wenn du die Wahrheit der Bibel ablehnst, hast du nichts, was dich schützt davor, dass Satan Besitz von dir ergreift. Brother Lawrence made this very clear that without the grace of Christ, Satan has full control over your mind. Und Bruder Lorenz hat das so deutlich gemacht, dass ohne die Gnade Christi Satan Kontrolle über dich ergreifen kann. Okay, let's read on. Wir lesen weiter. Der Unterschied zwischen bekennenden Christen und Gottlosen ist heute kaum noch zu erkennen. Die Gemeindemitglieder lieben, was die Welt liebt und sind bereit, sich ihr anzuschließen. Okay, stop there. What's the church ready to do? Was ist die Gemeinde bereit zu tun? Join with them, right? Sich der Welt anzuschließen. Now, my own church, they wanted to do this evangelistic campaign and they want to join with all the Protestant churches and go to house door knocking. In meiner Gemeinde wollten sie eine Evangelisationsreihe machen und dafür wollten sie sich mit den anderen protestantischen Kirchen vor Ort vereinen, um von Tür zu Tür zu gehen. I objected. I was like, no way. Why would I go with them? Und da musste ich gegenhalten, denn warum würde ich mit ihnen von Haus zu Haus gehen? I'm going with an unbeliever. To try and tell somebody about Christ. Ich gehe mit einem Ungläubigen, um jemanden über Christus zu erzählen. But I realize that our own church is also we're not ready for this, right? And this is what we're going to nail down this point. Ich habe erkannt, aber dass unsere eigenen Gemeinden noch nicht bereit sind, die Evangelisation zu betreiben, und wir werden das sehen. The church can't wait to join with all these other churches, right? Aber es ist so, dass die Gemeinde kaum darauf warten kann, sich mit anderen Gemeinden zu verbinden und vereinigen. Right? They want to be like them. Denn sie wollen ja wie sie sein. Okay, let's read on. Und Satan beschließt, sie in einem Leib zu vereinen und so seine Sache zu stärken, indem er alle in die Reihen des Spiritismus fegt. Papisten, die sich mit Wundern als einem zuverlässigen Zeichen der wahren Kirche rühmen, werden von dieser wundertätigen Kraft leicht getäuscht werden. Und die Protestanten, die den Schild der Wahrheit weggeworfen haben, werden sich ebenfalls täuschen lassen. Papisten, Protestanten und Weltmenschen werden gleichermaßen die Form der Gottesfurcht annehmen, aber ohne ihre Kraft. Und sie werden in dieser Vereinigung eine große Bewegung für die Bekehrung der Welt und die Einleitung des lang erwarteten Jahrtausends sehen. Now, brothers and sisters, I want you to keep your mind on this point. Bitte denkt an diesen Punkt. Papists, Protestants and worldlings. How many do we have? Papisten, Protestanten und Weltmenschen. Wie viele Papacy, haben wir? The United States and the worldlings. That's the dragon part, right? Wir haben also hier das Tier, den Drachen und den falschen Propheten. They're going to join together, and what are they going to see in this joining together? Sie werden sich vereinen, und was sehen sie darin in dieser Vereinigung? The conversion of the world. Die Bekehrung der Welt. Right? And what are they looking for? Wonach halten sie Ausschau? The millennium. Sie wollen das Millennium herbeiführen. What was the truth, or should I say truth, it's not the truth, but what was this false doctrine that the Millerites were rebuking in their time? Was war die falsche Lehre, die die Milleriten bereits in ihrer Zeit tadelten? That Christ was going to come and there would be a thousand years of peace. Sie tadelten diese falsche Lehre, dass Christus für 1000 Jahre auf die Erde kommen würde und dass es ein Friedensreich geben würde. That they were going to have this kingdom set up on the earth, right? Dass dieses Königreich auf Erden aufgerichtet werden würde. It's telling us that old controversies will be revived, right? We've read this. Und wir wissen auch, dass alte Kontroversen wieder aufbelebt werden. Sie haben erwartet, dass die Juden gehabt, wie Jesus gekommen ist, dieses irdische Reich. The Jews had the same concept that Christ would set up his kingdom on earth. Yes, the Jews thought that Christ would expel the Romans and set up his kingdom on earth, right? Die Juden, very similar. Die Juden hatten eine ähnliche Vorstellung, denn sie dachten auch, dass es ein irdisches Königreich sei, das der Messias aufrichten würde. Right? So history is going to repeat itself. Wir wissen, Geschichte wird sich wiederholen. Okay. So let's now look at this man of sin in the next paragraph. Lasst uns den Mensch der Sünde anschauen. Im nächsten Zitat lesen wir: Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Bei der Verwirklichung seiner Prinzipien erhebt sich der Mensch der Sünde über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. So beschreibt der Prophet über Satan: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen,
Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Die dich sehen, werden dich verwundert anschauen, dich betrachten und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern und die Königreiche erbeben machte? So, who is the man of sin? Wer ist der Mensch der Sünde? According to this quote. Gemäß diesen Zitates. Satan, right? Satan. Satan is the one that wanted to change God's law in heaven, right? Denn Satan wollte ja Gottes Gesetz im Himmel verändern. He's the one that wants to exalt his throne above God's people and be this both priest and king, right? Er ist derjenige, der sich selbst erheben will und beides König und Priester sein will. But let's read the next paragraph. Aber lasst uns den nächsten Abschnitt lesen. Next quote, sorry. Das nächste Zitat. Dieser Kampf zwischen Christus und Satan wurde nicht nur von den himmlischen Wesen bezeugt, sondern von allen Welten, die Gott geschaffen hatte. Hier entsteht die Macht, die behauptet, das Recht zu haben, Zeiten und Gesetze zu ändern. Sie ist der Mensch der Sünde. Aber hat er die Macht, Zeiten und Gesetze zu ändern? Nein. Denn Gottes Gesetz steht in den Steintafeln, die mit seinem eigenen Finger geschrieben und in den Tempel Gottes im Himmel gelegt wurden. Und dieser große moralische Maßstab wird das Kriterium sein, das jeden Menschen auf der Erde richten wird, sowohl die Toten als auch die Lebendigen. So two quotes now confirming to us that this is a war between Christ and Satan, right? Beide Zitate bestätigen also, dass es ein Kampf zwischen Christus und Satan ist. The true and the false. Zwischen dem Wahren und dem Irrtum. Next quote. Nächstes Zitat. Hier wird uns gelehrt, dass der endliche Mensch nicht dort platziert werden darf, wo Gott sein sollte. Er soll nicht als Gott geehrt oder sich vor ihm verbeugt werden. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Der Mensch der Sünde wird in der Person des Papstes und seines Stellvertreters des Kardinals verehrt. Okay, stop there. So how is Satan worshipped? Wie betet, wird man also Satan anbeten? Through the Pope. In Form des Papstes. So when you bow down to the Pope and his doctrines, who are you worshipping? Wenn du dich also dem Papst verbeugst, dann betest du in Wirklichkeit Satan an. Satan, right? Aber Gott hat diese Macht nicht dem Papst oder dem Prälaten gegeben. Der Papst wird von Gott als nichts weiteres als ein Mensch betrachtet, der in unserer Welt den Charakter des Menschen der Sünde auslebt. Okay, so, what is the Pope a representation of? Also, wessen Stellvertreter ist der Papst? Who is that? Und wer ist der Mensch der Sünde? Satan, right? Es ist Satan. Okay, look. Satan wants to counterfeit everything, right? Satan will ja alles nachahmen, was Christus macht. When Christ came to the earth, who was he a representation of? Als Christus auf die Erde kam, wen stellte er dafür? Wen hat er dargestellt? He came to represent his father, right? Er kam, um den Vater zu offenbaren. The Pope is anti-Christ. He's claiming to be Christ, right? Und der Papst ist ja Antichrist, er behauptet, wie Christus zu sein. So who is he represent? Who is he a representative of? Also, wen stellt er da? Wessen Repräsentant ist er? His father, right? Seines Vaters. Who's his father? Und wer ist sein Vater? Satan is the father of lies. Es ist right? Satan, denn Satan ist der Vater der Lüge. Right? It's a false three. You have the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? Wir haben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. You have the dragon, the beast and the false prophet. Und wir haben den Drachen, das Tier und den falschen Propheten. The dragon is Satan, he's the father. Der Drache ist Satan, ist der Vater. Right? The papacy is the son. Das Papsttum ist der Sohn. He's Antichrist, right? Er ist der Antichrist, der behauptet, Christus zu sein. And the false prophet is the false Holy Spirit, right? Und der falsche Prophet ist der falsche Heilige Geist. Because he's the one that's going to bring fire down from heaven. Denn es ist er, der Feuer herunterbringen wird auf die Welt. Right. Did the fire come down from heaven on Pentecost? Kam Feuer vom Himmel an Pfingsten? Yeah. Right. It's a counterfeit, right? Es ist also eine Täuschung, es ist eine Nachahmung. It's a counterfeit. This threefold union is a counterfeit Godhead, right? Diese dreifältige Vereinigung ist eine Täuschung der der Gottheit. That's how we understand it's one kingdom, these three parts, right? Deswegen müssen wir verstehen, dass es ein Königreich ist in diesen drei Teilen. Father, the Son, the Holy Spirit is one God, right? Vater, Geist und Sohn ist ein Gott. Three persons, one God, one purpose, one mind. Drei Personen,
eine Absicht, ein Verstand. Did the ten kings all have one mind? Hatten die 10 Könige alle einen Verstand? Yeah, it's just a counterfeit, right? Ja, es ist nur die Nachahmung dessen. Okay, right. So the Manus and Satan is worshipped through the Pope, right? Der Mensch der Sünde wird also in der Form, in der Gestalt des Papstes angebetet. The Pope is an illustration of the character of Satan. Denn der Papst ist eine Veranschaulichung des Charakters Satans. Okay, it's an external illustration for us to see and understand. Es ist eine externe Veranschaulichung für uns zu sehen und zu verstehen. Next quote. Lesen wir das nächste Zitat. Durch ihren Umgang mit seinem Wort haben sich die Päpste... I'm sorry, where am I? Okay, sorry, I missed that one. Okay. Durch ihren Umgang mit seinem Wort haben sich die Päpste über den Gott des Himmels erhoben. Das ist der Grund, warum in der Prophetie die päpstliche Macht als Mensch der Sünde bezeichnet wird. So, who is the man of sin? Also, wer ist der Mensch der Sünde? The papacy. Das ist der Papst. It's Satan is the root, but his representative, who's going to fulfill his purposes, is the papacy. Satan ist die Wurzel, aber sein Repräsentant ist das Papsttum. Right? Satan ist der Urheber der Sünde. Die Macht, die er dazu bringt, eines der heiligen Gebote Gottes zu ändern, ist der Mensch der Sünde. Unter der besonderen Leitung Satans hat die päpstliche Macht genau dieses Werk getan. Obwohl diejenigen, die an der Spitze des Papsttums stehen, behaupten, große Liebe zu Gott zu haben, betrachtet er sie als solche, die ihn hassen. Sie haben die Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt. Die Gebote Gottes zu missachten und an ihre Stelle menschliche Traditionen zu setzen, ist das Werk Satans und wird die religiöse Welt von Gott trennen. Okay, so, in heaven, Satan wanted to change God's law. He didn't think it was good enough, right? Satan im Himmel wollte Gottes Gesetz ändern, denn er dachte, es sei nicht gut genug. Okay, but on earth he did this through the man of sin, through the papacy, right? Und auf der Erde hat er dies getan durch den Papst. So in Daniel it says the man of sin is the one that thinks to change times and laws. Daniel sagt uns, dass der Mensch der Sünde ja der ist, der gedenkt, Zeiten und Gesetze zu ändern. So who changed the law from Sabbath, or who thought to change the law from Sabbath to Sunday? Also wer gedachte, das Gesetz von Sabbat auf Sonntag zu verändern? Historically. Historisch gesehen. The papacy. Es war das so Papst. There's no new thing at the end of the world, right? Und weil es nichts Neues unter der Sonne gibt. Keep that point in your mind, brothers and sisters, because some people will realize they have an idol in their heart when we get to this point. Wir werden erkennen, dass wir vielleicht einen Götzen in unserem Herzen haben, wenn wir zum Punkt kommen. That we're going to realize that we have a false concept. Right? Wir werden erkennen, dass wir ein falsches Konzept haben. But we will see it. Das werden wir dann gleich sehen. Next quote. Lasst uns das nächste Zitat lesen. Wie kann es die christliche Welt wagen, den falschen Sabbat, das Kind des Papsttums, anzunehmen? Die christliche Welt hat den falschen Sabbat genährt und geschätzt, als ob er einen göttlichen Ursprung hätte. Die Tatsache aber ist, dass er vom Vater der Lügen stammt und von seinem menschlichen Agenten, dem Mensch der Sünde, in der Welt eingeführt wurde. So, the father of lies, his human agent is the Pope. Right? Also der Vater der Lügen hat einen menschlichen Agenten und dieser ist der Papst. Right? So the war between Christ and Satan takes place on earth through Christ's agents and Satan's agents, right? Also der Kampf zwischen Christus und Satan findet auf der Welt statt und zwar durch diese ihre menschlichen Agenten, dem Papst und dem Volk Gottes. Right? Okay, let's go on. Okay, next, let's go back to 2 Thessalonians. Wir gehen jetzt noch einmal zurück zu 2. Thessalonicher. Seite 217 findet ihr die Verse. Just 3 and 4. I'll just read this. Okay. 1 bis 4. Just read 3 and 4. Wir können die Verse 3 und 4 lesen. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So, the man of sin will be revealed when who opposeth and exalteth himself above God and all that is called God or that is worshipped, so that he is God
sits in the temple of God, showing himself that he is God. That's how he's going to reveal himself, right? Also wie wir in Vers 3 und 4 gelesen haben, auf diese Art und Weise wird er sich offenbaren. And when he sits on that throne, it's a combination of church and state. Und wenn er auf diesem Thron sitzt, dann ist es eine Verbindung von Kirche und Staat. And whenever church and state comes together, what immediately happens? Und was passiert, wenn immer Kirche und Staat zusammenkommen? Was passiert? Persecution, right? Es folgt Verfolgung. This is why you see that the Jezebel and Herodias revealed themselves when they said, "Kill Elijah, kill John," the same entity, right? Wir sehen, wenn Salome und die Mutter zusammenkommen und sagen, dass Herodes getötet werden soll. Jezebel und Herodias, sie stellen ja diese Frau da, das Tier, was verfolgt. Yes. Okay, Ezekiel 28. Wir lesen Ezekiel 28. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyros, so spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. So, the exact same principle is here in Ezekiel 28, as we read in 2 Thessalonians. Wir sehen dieselben Prinzipien, die wir auch in 2. Thessalonicher gesehen haben. Right? He says, I am God, and he sits in the temple of God. Er sagt, ich bin Gott und ich sitze im Tempel Gottes. Right? Same. And yesterday we read a quote that had both these verses, and we'll read it again in a minute. It shows they're both representing the papacy. Beide stellen ja das Papsttum dar. Okay. So, let's read that quote again. Wir lesen das Zitat nochmal. Is it that one? No, we're going to read another quote first. This next one, from manuscript 125. Mm-hmm. Yes. Unten auf der Seite 217 geht es los. Der erste Sünder war jemand, der von Gott sehr erhöht war. Er ist unter der Gestalt des Prinzen von Tyros dargestellt, der in Macht und Pracht blüht. Nach und nach gab Satan dem Wunsch nach Selbsterhöhung nach. Die Schrift sagt, dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzen willen verderbt. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, dem Allerhöchsten gleich sein. Okay, so, telling us here that Satan is the prince of Tyrus, right? Sagt uns also, dass Satan der Prinz von Tyros ist. But I showed you yesterday that Tyrus was the papacy. Ich habe euch gestern gezeigt, dass Tyros der Papst ist. But we just read that Satan's agent is the Pope, right? Und wir haben ja gerade gelesen, Satans Agent ist der Papst. So when the Pope sits on the throne of God, claims to be God, and people worship him, who are they worshiping? Wenn jetzt also der Papst auf dem Thron sitzt und behauptet, Gott zu sein, wen beten die Menschen dann an? They're worshiping Satan, right? Sie beten tatsächlich Satan an. And the Pope also claimed to change God's law from Sabbath to Sunday, right? Und so änderte ja auch der Papst das Gesetz Gottes von Sabbat auf Sonntag. So at the end of the world, the Pope's going to manifest himself, claim to be God, sit on the throne of God, and change God's law from Sabbath to Sunday. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Papst wird sich auf den Thron setzen und er wird Gottes Gesetz verändern von Sabbat auf Sonntag. Right? And the whole world's going to wonder after the beast. Und die ganze Welt wird verwundert nach dem Tier schauen. Right? Ist das so? Okay, let's go on. So, let's go to the next quote now. So, in this next quote, it's just going to point Tyrus to now the Pope, right? We just read Tyre was Satan. We're going to read it here, that the very same chapter from Ezekiel 28 is now speaking about the Pope. Wir werden jetzt sehen, dass Tyros hier vom Papst spricht. Und das ist in Ezekiel 28, wie wir das gelesen haben. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Okay, where's that taken from? Woher nimmt er dieses Zitat? That's 2 Thessalonians chapter 2, which we just read is speaking about the man of sin, the son of perdition. 2. Thessalonicher, weil wir vorher gelesen haben. Right, and now it's going to jump to Ezekiel 28. Und jetzt springt es zu Ezekiel 28. Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyros. So spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott
und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst, darum spricht Gott der Herr so. Weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen. Okay, just jump down to the next paragraph. Wir gehen zum nächsten Absatz. Die Zeit der Erfüllung dieser Schrift rückt immer näher. Die Welt und die angeblich protestantischen Kirchen stehen in diesem Tag auf der Seite des Menschen der Sünde. Und denen, die das Licht der Gebote Gottes haben, wird die Botschaft gegeben. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Die große Streitfrage, die bevorsteht, wird der Sabbat des siebten Tages sein. Heute möchte Gott, dass wir Ehrfurcht haben. Ich, der Herr, bin euer Gott, sagte er, wandelt in meinen Satzungen und befolgt meine Rechtsbestimmungen und tut sie und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich, der Herr, euer Gott bin. So when the Protestant churches take sides with the man of sin, what's it referring to? Also wenn sich die protestantischen Kirchen mit dem Papsttum, mit dem Mensch der Sünde verbinden, was ist das? The Sunday law, right? Das ist das Sonntagsgesetz. So Ezekiel 28 and 2 Thessalonians, they're both speaking about the Sunday law, prefigured by this period and also way back in the time of Tyre. Somit wissen wir jetzt, dass Ezekiel 28 und der 2. Thessalonicher beide vom Sonntagsgesetz sprechen. Right? Okay. How much time have I got, Daniel? Okay. Let's. Okay, let's just do this next point and then we will close. Okay, go to this next quote from Spalding McGann 2.1. Wir gehen zu dem Zitat, das fängt auf Seite 219 unten an. Ich sah, dass die nominelle Kirche und nominelle Adventisten wie Judas uns an die Katholiken verraten würden, um ihren Einfluss gegen die Wahrheit zu stärken. Die Heiligen werden zu diesem Zeitpunkt ein unbekanntes Volk sein, das den Katholiken nur wenig bekannt ist. Aber die Kirchen und nominellen Adventisten, die von unserem Glauben und unseren Gebräuchen wissen, denn sie hassen uns wegen des Sabbats, denn sie können ihn nicht widerlegen, werden die Heiligen verraten und sie den Katholiken als diejenigen melden, welche die Institutionen des Volkes missachten. Okay, so it says here that the nominal Adventists and the nominal church, who is it speaking about? Wenn es hier von nominellen von der nominellen Kirche und nominellen Adventisten spricht, von wem redet es? Okay, the name only Adventists and the nominal churches, the Protestants, will come together. Von den Namensadventisten und den Protestanten, die zusammenkommen. And they're going to betray us to whom? Und an wen werden sie uns verraten? The Catholics. An die Katholiken. Why? Warum? Okay, so my point is, has a Sunday law already been put in place when they do this? Gibt es schon ein Sonntagsgesetz, wenn sie dies tun werden? Yes. Ja. They're now reporting you because you refuse to bow down to their idol Sabbath, right? Ja, denn jetzt liefern sie dich ja aus, weil du dich weigerst, dem Götzensabbat dich davor zu verbeugen. So at this point, when they deliver you up, right, it says in Matthew 24, you're going to be delivered up before kings and rulers, right? Matthäus 24 sagt ja, dass wir vor Könige gestellt werden. Right. So when they deliver you up, let's read what it says. Wenn sie dich also ausliefern, lasst uns lesen, was dann passiert. Dann rufen die Katholiken die Protestanten auf, vorwärts zu gehen, um ein Dekret zu erlassen, dass alle, die nicht den ersten Tag der Woche anstelle des siebten Tages einhalten, getötet werden sollen. Und die Katholiken, deren Zahl groß ist, werden auf der Seite der Protestanten stehen.
Die Katholiken werden dem Bild des Tieres ihre Macht geben. Und die Protestanten werden so handeln, wie ihre Mutter vor ihnen gehandelt hat, um die Heiligen zu zerstören. Right. Now, when you stand in a court, right, and they want to try you, right? Wenn ihr im Gerichtssaal steht und sie klagen dich an. They can only try you based upon the law that's already in place, right? Dann können sie dich ja nur basierend auf dem Gesetz verurteilen, das bereits existiert. They can't suddenly decide, right, well, I want to kill this guy, so I'm going to make a law now. To kill this guy, right? They can't do that. Sie können ja nicht sagen, ja, ich möchte diesen jetzt zu Tode verurteilen lassen, deswegen werde ich ein Gesetz erlassen, was das Todesurteil beinhaltet. Das geht ja nicht. They can only use the laws that are already in place, right? Sie können nur die Gesetze benutzen, die bereits erlassen worden sind. This is why Nebuchadnezzar, when he sets up the golden image, it's just the way it says, the Sunday law, right? Deswegen, wenn das goldene Standbild aufgerichtet wird, was das Sonntagsgesetz ist. He says, when you hear the sound of the sackbut, the psaltery, the harp, etc., etc., bow down. Those that refuse to bow down will get thrown in the fiery furnace, right? Es sagt uns ja, diejenigen, die sich weigern, wenn diese Flöten und diese Harfen erklingen, sich niederzubeugen, die sollen in den Feuerofen geworfen werden. So the death decree is already being put in place right here. Das Todesdekret existiert also schon an diesem Punkt. So when you get delivered up right here for refusing to bow down, what are they using against you? Also, was nutzen sie jetzt, wenn du ausgeliefert wirst an diesem Punkt? The very law that's already in place. Das Gesetz, was sie bereits etabliert hatten. In Daniel chapter 2, when those false prophets, he asked them three times to reveal the dream to him. Die falschen Propheten wurden dreimal gefragt, den Traum zu offenbaren. They couldn't tell him, right? Und sie konnten ja Nebukadnezar nicht sagen, was er geträumt hatte. He says, there is but one law for you. Und so sagt er, es gibt nur noch ein Gesetz für euch. What's he talking about? Von was spricht er dort? The law that was already in place, right? Er spricht von einem Gesetz, was bereits an den Platz gesetzt war. Und so sagt er, wenn ihr mir jetzt nicht meinen Traum deutet, dann werde ich euch umbringen lassen. Okay, it's shown us clearly that this death decree, they put it in place there, but they want to try and deceive you, get you to do it without killing you first, right? Sorry, can you say that again? They want to get to use other means to get you to bow down first. Sie versuchen erst andere Mittel und Wege, damit du anbetest. Right? But when all that fails and they deliver you up here for refusing, they're going to use that decree. And the papacy is the one that says, kill them, right? Aber wenn alles nichts bringt und du dich trotzdem weigerst niederzufallen, dann werden sie dieses Todesdekret anwenden. Okay, because it says then the Catholics bid the Protestants put them to death. Right? Und es werden dann die Katholiken sein, die dann fordern, dich zu Tode zu bringen. And it says here in the last, the second to last sentence, the Catholics will give their power to the image of the beast. Jetzt sagt dieser fettgedruckte Satz im letzten Absatz, die Katholiken werden dem Bild des Tieres ihre Macht geben. So, let's close now with this verse. Go to Revelation 13. Wir schließen jetzt ab mit dem nächsten Vers aus Offenbarung 13. Und Vers 15. Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. So, in the English Bible it says, he had power to give life unto the image of the beast. Who's the he? Im Englischen steht, dass er Macht hatte, dem Bild des Tieres Leben zu geben. Wer ist dieser er? According to the last quote we read. According to the last, well spotted Jacob. According to the last quote, it's the papacy. Gemäß des Zitats, was wir da vorgelesen haben, handelt es hier um das Papsttum. The dragon is the image of the beast. Denn der Drache ist das Bild des Tieres. The Pope is giving his backing, he's giving all his power behind them to say, kill these people. Also right? Der Papst, das Tier, gibt jetzt seine Macht dem Bild des Tieres, damit dann die nicht anbeten, umgebracht werden. So, who is it that's speaking? Wer ist es aber, der spricht? It's the dragon that's speaking. But it's the papacy that's behind it, right? Es ist der Drache, der spricht, aber es ist das Papsttum, das im Hintergrund ja wirkt. So the woman tells the husband, kill them, and the husband goes, okay, and he says, kill them. Right? Wie in den Geschichten, die wir gelesen haben, es ist die Frau, die dem Mann sagt, töte ihn, und der Mann sagt, okay, und lässt dann das Urteil ausführen. That's this illustration, right? Das ist ja diese Darstellung dort. Just read Revelation 12. It's the woman controlling the dragon power.
In Offenbarung 12 sehen wir, dass es die Frau ist, die die Drachenmacht kontrolliert. Right? So, the papacy reveals itself right here. Right? Da offenbart sich also das Papsttum. When she says, kill them, right, and they obey, she's now entering into this time that was in her past history. She's repeating that history. Wenn sie jetzt also sagt, tötet sie, dann geht sie wieder in ihre Geschichte der Verfolgung und sie geht, ja, sie geht wieder in diese Geschichte. Sie wiederholt ihre Geschichte. From this point forward, it's the United States and the nations. They're making these Sunday laws. You won't see the Pope. Ab dem Sonntagsgesetz sind es die Vereinigten Staaten und die 10 Könige. Man wird das Papsttum nicht sehen, die diese Zeit dort herbeiführen. But right here, she will reveal herself. Aber an dem Punkt wird sie sich offenbaren. And all the kings will be amazed when she comes and says, "Murder them." Und alle Könige werden erschrocken sein, wenn sie sich offenbart und sagt, tötet sie. But they will all realize the true nature, and it says Protestants will realize too late what they have got themselves into. Und Schwester White sagt uns, dass die Protestanten es zu spät erkennen werden, was sie sich da, also in was sie dort hineingeraten sind. And that includes Seventh-day Adventists. Und das beinhaltet auch die Siebenten-Tags-Adventisten. Right? Okay, let's close in prayer and then we will continue this after the break. Lasst uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for helping us to bring all these different thoughts together. Wir danken dir, dass du uns hilfst, all diese verschiedenen Gedanken zusammenzubringen. Your word says that we are to diligently guard our hearts because out of it come all the issues of life. Dein Wort sagt, dass wir unser Herz gut bewachen müssen, denn aus ihm kommen die Dinge des Lebens. And as we can see, Lord, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Und wir wissen, dass aus dem Herzen der Mund spricht. Lord, we want to praise you and thank you for helping us to understand these things. Wir loben dich, dass wir diese Dinge verstehen dürfen. Because we all realize now that we have a work to do. Denn wir erkennen, dass wir wirklich ein Werk zu tun haben. That we are not like you, Lord. Dass wir nicht wie du sind. That we are filled with wrong concepts. Dass wir so viele falsche Konzepte im Herzen haben. And we have a great need to be filled with your Spirit. Und wir brauchen deinen Geist. So please help us, Lord, to spend our time wisely. Bitte hilf uns, Herr, dass wir unsere Zeit klug nutzen. To spend much time in prayer. Dass wir viel Zeit zum Gebet aufbringen. And to be careful about the thoughts that we express. Und dass wir auch vorsichtig sind über die Gedanken, die wir ausdrücken. Because as we've come to realize, every thought is a seed. Denn wenn wir haben ja erkannt, dass jeder Gedanke ein Same ist. And we can sow wrong thoughts in people's hearts. Und wir können falsche Gedanken in den Herzen von Menschen sehen. And can bring forth false understandings and false fruit. Und dadurch kann falsche Frucht und falsche Verständnisse hervorkommen. Jesus taught us, he spoke few words. Jesus hat uns gelehrt, wenige Worte zu reden. Because the word said that every word will be taken into the judgment. Denn es steht geschrieben, dass jedes Wort ins Gericht kommen wird. So please help us, Lord, to guard our hearts well and to guard our words and thoughts. Bitte, Herr, hilf uns deswegen, unsere Herzen zu bewahren und auch unsere Worte und Gedanken. And we just want to ask and pray that you'd help us to meditate upon these things now. Bitte hilf uns, über die gehörten Dinge nachzudenken. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.